Ich glaube ja eigentlich, das mit den Daten ist das Problem. Ne? Daten, 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 einfach viel zu viele Daten rund um uns herum. Es gibt Wissenschaftlerinnen, die haben berechnet, dass wir die letzten 5 Jahre über gleich viele Daten produziert haben, wie die ganze Menschheitsgeschichte davor. Und das ist ja nicht, weil wir so fleißig sind. Das ist halt, weil heutzutage jedes Smartphone, jede Smartwatch, jedes smarte Heizkörper, Thermostatventil die Datenkraken füttert. Ne? Und wir füttern fleißig mit. Na logisch, ich meine, ich hätte auch sehr gern smarte Heizkörper, Thermostatventile. Ich meine, kaufe ich nicht, ja, weil es deppert ist und weil mich meine Freundin, glaube ich, entmündigen lassen wird. Aber stellen Sie sich die Situation vor. Ja? Es ist so ein verregneter Samstagnachmittag. Du liegst auf der Couch mit einem guten Buch und es ist im Zimmer gerade ein bisschen zu warm, aber du kannst gerade unmöglich aufstehen, weil du in dem Moment die perfekte Liegeposition gefunden hast und weil das Buch so spannend ist und weil die Schüssel mit den Chips am Bauch steht. In dieser Situation, in der Situation, da würde ich schon lieber am Handy die Heizung um 1 Grad zurückschalten, statt dass ich die Decken wegtue. Ja, ich meine, sicher ist deppert, ja, brauchen wir nicht reden. Also hat meine Freundin sicher recht, smarte Thermostatventile unnötig, aber man, schauen tue ich schon ab und zu. Auf Amazon oder so. Ja, ich meine, ich könnte auch schauen, Kauf aus Österreich, aber da ist das Einzige, was man vorschlägt, Ersatzräder für Atom-U-Boote. Und ja, natürlich ist das irgendwie absurd. Ja, ich habe mehr Geheimnisse vor meiner Kleinstfamilie als vor den Großkonzernen. Ja, weil ich schaue ja dort heimlich. Und es ist ja in jeder Lebenslage ganz das Gleiche. Was ich mich meine Hausärztin nicht zu fragen traue, weil es mir peinlich ist, frage ich vertrauensvoll Dr. Google. Wenn ich ein Geschenk für meine Freundin suche, dann verlasse ich mich nicht auf 15 Jahre Beziehung und ein gesteigertes Augenmerk auf beiläufig geäußerte Begehrlichkeiten. Da investiere ich das wertvollste Gut der Moderne. Zeit. Richtig viel Zeit, um zu schauen, was sie auf Instagram liked. Ich meine, ja, sicher. Also, dass ich jetzt dann stundenlang daheim sitze und ihre Insta-Likes durchstirl, ob da was dabei ist, was ich vielleicht gern hätte, ist auch irgendwie absurd. Brauchen wir nicht reden, gebe ich Ihnen total recht. Ich meine, das kann doch nicht sein, dass man das heutzutage nicht automatisieren kann. Ich meine, Instagram gehört zu Facebook. Ja, Facebook weiß ihren Beziehungsstatus, ihren Geburtstag, meine E-Mail-Adresse, ist das zu viel verlangt? Ja, weißt du, einfach rechtzeitig, 1, 2 Tage vorher, kurze Nachricht, womit sie erfreut hat. Oder gleich direkt bestellen. Sicher, ich lege nur mehr am Anfang vom Jahr ein Budget fest, ja, und das System bestellt automatisch irgendwas, was ihr taugt und das wird dann direkt zu mir nach Hause geliefert, fixfertig, geschenksverpackt und das ist ja für mich auch total spannend, weil ich ja zu dem Zeitpunkt selber noch gar nicht weiß, was drin ist. Dann ist gemütliches Geburtstagsfrühstück, ja, und meine Freundin sitzt vor dem Backerl und macht's ganz langsam, ganz vorsichtig auf und drinnen ist dann ein Set smarte Thermostatventile, weil sie schon geschaut hat für meinen Geburtstag.